Hey Leute, willkommen zurück zu Super Mario 3D Land. Das ist auch das erste Video dieses Let's Plays oder Projekts, das ich zocke, mit Stimme. Und wird auch einer der letzten Parts dieses Let's Plays sein. Und ja, in diesem will ich euch dann gerne das Kronenlevel zeigen, das ihr freischaltet, nachdem ihr alle Levels in allen 8 Welten und allen 8 Spezialwelten sowohl mit Mario als auch mit Luigi abschließt. Dann schaltet ihr dieses Level hier frei. Das ist halt ziemlich schwer und in der Position, in der ich das zocken muss, hier ist es halt noch schwerer. Ich hoffe, ihr seht ein, dass ich dann den Großteil des Levels einfach skippen muss und euch halt nur die Höhepunkte zeigen kann. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, denn ich schwöre, Leute, ich habe so lange an dem Level gesessen, selbst hier in den Aufnahmen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Also, Leute, ich muss es leider skippen. Aber das ist halt nicht so ein tolles Level, kann ich euch jetzt schon sagen. Aber die Höhepunkte kommen halt rein. Also, beginnt hier schon mal mit Luigi. Mit dem lässt sich's leichter spielen. Here we go. Und mach einen Cut. Und jetzt geht's weiter mit einem Höhepunkt in diesem Kronlevel, bei dem wir einen Bossfight bestreiten müssen. Boom Boom und Pom Pom zusammen. Das kennt man schon aus einem Level. Auch aus irgendeinem Luftschiff. Aber hier ist es halt nochmal aufgegriffen und noch ein bisschen schwerer gemacht. Da halt der Boom Boom, also hier der hier unten ist. Auch jetzt mit seinen Drehungen da, die wir hier sehen, Feuer erzeugen kann. Aber hier das Mädel. Pompom ist nicht wirklich gefährlicher. Und das war's auch schon. Da denkt man sich, ah cool, vielleicht hat man es jetzt gelöst. Aber nein, das war's noch nicht, Leute. Und da kommt hier auch gleich der nächste Cut in dem Kronenlevel. Also bis gleich, jetzt wieder ein Cut. Und jetzt geht's weiter hier mit einem Höhepunkt, der eigentlich das Ende schon ist. Und das ist wirklich richtig epic in dem Spiel. Ich habe halt Pause gemacht. Ihr seht schon da das Feuerwerk und naja, ist echt ein geiles Ende. Fortsetzen. Einfach hier auf den Schalter klicken und ihr seht schon. Und zwei Ausrufezeichen gleich. Thank you. Mit einem großen Feuerwerk. Das kennt man ja, diesen typischen Mario-Spruch. Thank you so much to playing my game. Und jetzt hier noch diese ganzen Tanzen und Tots mit diesem wunderbaren Feuerwerk. Hier einer mit einem Tanuki-Kostüm. Hier einer mit einer Propellerbox auf dem Kopf. Echt richtig episch, richtig geil. Und ein geiles Feuerwerk. Und die goldene Flagge. Besser geht's nicht. Ja! Ja, Freunde. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Und war zwar jetzt nicht so viel, weil ich euch das ganze Level... Ich wollte es euch so gerne zeigen, aber ich habe es so oft probiert aufzunehmen und es war halt sehr, sehr schwer. Sorry dafür, aber ich denke, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr habt den Boss-Battle gesehen und den Höhepunkt am Ende, das große Thank You mit dem Feuerwerk. Richtig geil. Ja, ein kleines Bonus-Video, ein Bonus-Part zu Super Mario 3D Land wird noch kommen. Und darauf dürft ihr euch auch freuen. Also, bis dann, Leute, und tschüss.